Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sind hier bei diesem komischen Statuenrätsel, wo ich noch nicht genau weiß. Okay. Das schiebt sich dann zusammen. Ah, muss ich die Statue vielleicht da hinten reinschieben? Okay, das schiebt sich da zusammen. Dann kommt man da nicht mehr weiter. Und hier ist noch so eine Statue, da komme ich aber noch nicht hin. Beziehungsweise es gibt keinen Befehl für ziehen oder so. Es gibt hier nur diesen Schalter. Wenn man den betätigt, geht es wieder zurück. Dann kann man die hier reinschieben. Och, komm schon. Das machen wir jetzt auch mal. Okay, das bleibt dann irgendwie so. Betätige ich nochmal den Schalter und check mal aus, was hinter der Statue ist. So sollte das doch gehen. Wenn die Sicht mehr mich lässt. Ah ja. Ach, muss die Statue da rein oder was? Oh Gott, hoffentlich geht's dann wieder. Oh, nicht, dass ich mich jetzt hier einsperre. Ja, genau. Da wäre ich jetzt nämlich nicht mehr rausgekommen. Was für eine Frechheit ist das denn? Das muss ganz hinter. Dann nach links. So. Oh. Diese Sicht manchmal. Drückt man nochmal den Scheiß hier. Mann! Das ist einem echt nicht einfach. Alles klar. Ja, da haben wir es doch schon. War ja gar nicht so schwer. Gut. Gut. Was gibt es hier? Oh. Nehmen wir mit. Was ist das hier? Ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen, hinabsteigen. Bin ich denn gerade? Erstes Obergeschoss. Na Moment, ich will mal ins Erdgeschoss gucken. Kommt man denn da hin? Na ja gut. Jumpen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Eagle of the House, Wolf of North. Letztes Buch, Band 1. Prüfen wir gleich mal. Was bedeuten die Wörter auf dem Einband? Adler vom Süden, Wolf des, also Adler des Südens, Wolf des Nordens. Was bedeuten die? Was haben wir da? 29. November 1967. Kann ich denn kommen? Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. Aha, es war der Architekt. 31. November. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name, George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde, und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Ah. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir, möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor, das war wohl der Architekt.
Ja, George Trevor, da ist ein Schalter. Ja, muss ich wahrscheinlich drücken. Da geht's noch tiefer hinab. Ja, zurück durchs Loch komme ich vermutlich eh nicht. Dann gehen wir hier runter. So, wo bin ich jetzt schon wieder? Wieder irgendwo im Untergeschoss. Oh, fuck. Ausrüsten bitte. Greift die mich überhaupt an? Ja, vermutlich schon. So. Einfach einen Shot mit der Magnum, dann ist die Sache geregelt. Aber deswegen kann ich mir echt nicht vorstellen, dass diese Schlange da so unglaublich viele Magnum-Schüsse aushält, wenn diese Jäger und die Spinnen mit einem Schuss schon sterben. Das ist gleich die nächste. Ich glaube, ich probiere mal, wie viel Pistol-Schuss die aushalten, obwohl. Ja, komm doch. Komm doch. Sie will nicht näher kommen. So. Platt, ey. Oh Gott, da sind kleine Spinnen. Ach nee. Sind die hier auch? Nee. Ich hoffe, die machen mir nichts. Mir aber auch nicht vorstellen. Da werden wir jetzt mal einen Pistol Shot drauf geben. Och. Ja, komm. Ja, okay, geht nicht. Aber dann machen wir die hoffentlich auch nichts. Ha, die kann ich einfach zerlaufen. Sterbt jetzt in den Viecher. So, wo gehen wir denn lang? Da geht's nicht weiter. Eine Karte, Villa erstes Untergeschoss. Ja, klaro. Da komme ich so wieder raus, also. Was haben wir hier noch Schönes? Gewehrmonier, nehme ich auch gerne mit. Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich diese Tür, die immer von der anderen Seite nicht aufging, in dem Keller. Oder? Nee, noch nicht. Da haben wir einen nächsten Zombie. Steh wieder auf. Oh, da ist noch einer. Wie viel hält er denn aus, bitte? Der ist doch noch nicht tot. Doch, der ist sogar tot. Reload. Hab ich jetzt wieder einen Platz? Ja. Nehmen wir mal dieses rote Kraut mit. Blau habe ich noch ein paar in der Kiste. Da haben wir noch einen Dolch. Nehme ich auch gerne mit. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ah, Strom. Die Hauptsicherung. Ach lol. Ich dachte, ich muss jetzt eine Sicherung finden. Das ist doch schön. Jetzt geht der Aufzug. Ach so, nee. Wo muss ich denn jetzt lang? Doch, stimmt schon. Wir haben die Tür aufgeschlossen und das ist nämlich die Tür, die dahin führt. Alles klar. Jetzt bin ich wieder in dem Keller. Genau. Liegt der Typ immer noch da? Ja, der liegt immer noch da. Aber
Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zur Kiste. Sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir da den Aufzug benutzen. Kann ich den hier auch benutzen? Ach so, von diesem Stockwerk kann ich ihn nicht betreten, alles klar. Alter, hat mich das schon wieder geschockt. Drecksjäger, ey. Alles klar. Oh, der hat die Tür hier kaputt gemacht. Okay. Will ich da hin? Ne, da will ich nicht hin. Da will ich hin. Na? Vielleicht der nächste? Durchs Fenster gejumpt? Alright. Lass mal ein bisschen was ablagern. So, was lagern wir denn ab? Das Buch hier auf jeden Fall. Und Moment, was habe ich denn noch für Kräuter am Start? Noch ein rotes, noch ein blaues und noch ein blaues. Ja, dann kombiniere ich mal so ein blaues mit einem roten. Ach, das geht gar nicht. Dann ab in die Kiste mit allem. Zack. Ich könnte natürlich versuchen, diese Schlange jetzt zu plätten. Da würde ich mir aber den Granatwerfer mitnehmen. Und vielleicht die Schröte statt der Pistole. Genau, das können wir erstmal aufeinander legen. Und hier den Granatwerfer. Kann ich da eigentlich verschiedene Sachen reinmachen? Ja, ach so, jetzt habe ich Säure drin oder Brand. Ich glaube, ich tue diese Schlange mal wegessen. Dann tun wir das mal wieder dahin. Kombinieren mit dem. Dann tue ich aber vorher jetzt nochmal speichern. Weil da bin ich jetzt schon mal verreckt. Muss nicht nochmal sein. Ja, 19 Mal haben wir schon gespeichert. Können immer noch 5 Mal speichern. Das geht doch klar. Allzu lang kann es, glaube ich, echt nicht mehr gehen. Oh, ein paar Folgen werden es schon noch. So, wieder weg mit dem Zeug. Irgendwas, was wir brauchen könnten? Nee, erstmal nicht. Da gab es ein grünes Kraut, aber vielleicht nehme ich mir da mal das rote mit. Ah, geil. Ich kann noch einen Schuss nachladen. Jetzt habe ich wieder einen Platz. Schlau. Genau. So. Dann gehen wir jetzt mal nochmal zur Schlange. Da muss ich da hoch. Oder? Ja, muss ich wohl. Genau. Hier einmal hoch. Hier einmal. Da gab es eh noch die Tür. Da waren aber diese komischen Edelsteine drin, die noch irgendwo festhängen. Und da war noch eine Tür. Da schaue ich jetzt zuerst mal hin. Vielleicht geht die auch noch auf mit dem Schlüssel.
Obwohl die, glaube ich, von der anderen Seite verschlossen war. So, welche war's? Genau. Ja, von der anderen Seite. Dann auf zur Schlange. So. Guck mal her. Genau, hier lang, hier lang, hier lang. Anscheinend brauche ich den Schlüssel immer noch für irgendeine Tür. Ah, da gab es noch diese. Ah, ne, die habe ich schon aufgemacht. Glaube ich. Genau. Hier gab es jetzt noch ein grünes Kraut. Das snack ich mir gleich mal und kombiniere es. Mit dem roten. Kombinieren. So. Das snack ich mir auch gleich mal rein. Nee. Ich glaube, einen Hit werde ich schon aushalten von der Schlange. Aber die wollte ich mit der Säure wegholzen. Gab es hier noch irgendeine Tür? Nö. Genau, hier kommt die Schlange. Weg erstmal. Ich schaue mich da unten noch erstmal kurz ein bisschen um. Ah, ich laufe dir einfach hinterher. Oh Gott. Okay. Ich holze jetzt von hinten einen rein. Ach, komm schon. Na? Wäre halt cool, wenn ich sie sehen könnte. Das bringt ja gar nicht, diese Säure. Naja. Fuck. Stecken wir uns das rein. Jetzt geht sie wieder andersrum. Vielleicht schlauer hier auf den Kopf zu ballern. Mann! Verreck doch an der Scheißsäure. Sieht aber irgendwie nicht so aus, als würde ihr das viel machen. Jetzt warte ich hier erstmal. Snackt sie mich wieder. Mhm. Da kommt sie nämlich wieder von da. Jetzt erstmal wieder eine rein. Zieh dich, dumme Schlange. Zieh dich. Bin ich schneller als sie? Ja, ich bin schneller als sie. Oh shit. Oh. Dummes Mistviech. Okay, da hinten ist irgendwas runtergefallen. Schlangenmüde. Ja, du Drecksviech. Ich kann den Kopf als Trophäe mitnehmen. So. Oh, der ist eh. Oh, das war der letzte Schuss. Was haben wir denn hier? Aha, letztes Buch, Band 2. Ja, was bedeuten wohl die Wörter? Ich kann es lesen, aber wofür brauche ich den Scheiß? Das ist eher die Frage. Gibt's jetzt noch was? Ja, da gibt's schon noch was.
Achso, da gab's auch noch das grüne Kraut da oben. Aber das ist, glaube ich, nicht der Raum hier. Was gibt's hier denn noch? Irgendwas? Soll es hier noch geben? So, irgendwas im Maul oder so? Stühle für jene, die ein Buch lesen wollen. Ja, okay. Okay, da kommen wir nicht durch. Muss ich da eh wieder zurückgehen, oder wie? Habe ich das jetzt nur für dieses Buch gemacht? Ja, okay. Gehen wir mal wieder hoch, vielleicht liegt da ja noch was. Hier liegt auf jeden Fall noch das grüne Kraut. Das will ich haben. Karte. Okay, jetzt wird mir auch angezeigt, dass da nichts mehr ist. Dann war das das grüne Kraut hier. Ja, mehr gibt es hier wohl nicht. Ja, sehr gut. Haben wir wenigstens die Schlange. So. Hier geht's wieder zurück. Zack. Aber wie ich an den blöden Edelstein komme, weiß ich immer noch nicht. In dem Raum da. Ha. Die Tür da unten war von der anderen Seite verschlossen. Da unten können wir noch was holen. Da war das erste Buch. Und sonst. Da lag nur irgendein Kraut rum. Ach so, mit dem Aufzug können wir noch fahren, ja klar. Ja, dann hole ich jetzt mal das andere Buch. Und dann werden wir wahrscheinlich mal mit dem Aufzug fahren. Jetzt bin ich hier, glaube ich, wieder komplett falsch gelaufen. Meine Güte. Hier wieder Kenneth, haben wir ja immer noch keinen Videorekorder gefunden. Genau. War das nicht hier? Genau. Hier rein und um die Ecke und dann sind wir bei der Truhe. Aber wofür brauche ich diese komischen Bücher? Das weiß ich immer noch nicht. Moment mal. Adler im Süden, Wolf im Norden. Weil in diesem Raum oben war doch so ein Adler, der mich die ganze Zeit angeguckt hat. Naja, wir erfahren es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Haut rein.